Hey Folks, ich bin auf dem Weg in den Bikepark Bärfelden. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Ich habe ja Familie und Kinder, deswegen ist es für mich nicht so einfach. Ich will das schon seit über einem Jahr. Heute klappt's und wir haben jetzt 12:30 und um 18 Uhr macht er zu. Ich muss da schnell hin, viele, viele Strecken fahren und freue mich wie ein kleines Kind. Bin total gespannt, war noch nie in einem Bikepark mit Lift. Bin immer nur auf dem Flowtrail Stromberg oder auf dem Gravity Trail in Wiesbaden unterwegs oder sonst auf irgendwelchen Naturtrails. Das ist jetzt also völlig neu und ich bin mal gespannt, wie ich mich denn mit dem Lift anstelle. Wir sehen uns. Hi, ich bin noch nie gefahren. Was muss ich beachten? Lenkmühlen und ein Sattel. Ja. In der Spur bleiben. Okay. Nicht kämpfen. Ah, okay. Beim Aussteigen, in der Kupp geht's in die Senke rein. Wenn der Stange nehmen, rausziehen, zur Seite weg. Okay, gut. Alles klar. Danke. Jo, easy. Hürde geschafft, würde ich sagen. Geht auch ganz easy. Jo, Folks. So kann man auch hochfahren. Scheiß auf E-Bikes. Man nimmt einen Lift, ganz einfach. Hat man nicht so viel Kilos unterm Arsch. Noch hoch zum Anfang. So, schon oft gesehen auf allen möglichen YouTube-Videos. Hier ist der Start. Ich fahre mal links die leichteste. Das ist schon mal sehr flowig hier. Auch ganz nett. Hoch runter in so kleinen Tälern, das mag ich sehr gerne. Lässt sich schon mal gut an der Bikepark Bärfelden. Keine Sprünge mehr drin. Einfach nur nett laufen lassen.
Ich habe jetzt die äußerste Linie genommen zum Einfahren, zum Warmfahren. Mal gucken, wie lang die ist. Hier geht's richtig steil runter, kommt auf dem Video natürlich mal wieder nicht rüber. Oh, da hätte ich die andere Line nehmen sollen, da sind ein paar Tables, aber das kommt später. Und wieder den Lift genommen und nächste Abfahrt. Ich bleib nochmal auf Blau. So, das ist hier ganz nett. Hier gehen alle Lines ab. Die verzweigen sich. Jump Line. Gravity Line. Yellow Viper. Red Bridge. Blue Wave. Blue Pump. Die bin ich jetzt zweimal gefahren. Ja, das habe ich noch nicht so richtig verstanden, wie da der Abzweig ist. Fährt man Blue Wave oder Blue Pump, kommt man anscheinend immer in der unteren Streckenhälfte auf denselben Weg. Wirklich sehr easy hier mit dem Lift. Der arme Kerl hier hat sich offenbar die Schulter ausgekugelt. Ich habe ihn noch am Start reden hören, dass er eigentlich nicht seinem Kumpel hinterherfahren will, weil er sich das nicht zutraut. Hätte er besser lassen sollen. Gute Besserung. Ich habe jetzt genug von den blauen Linien. Ich fahre jetzt die Red Bridge. Ich habe mich insgesamt viel zu viel davon beeindrucken lassen, dass ich so selten in Bikeparks fahre und habe überhaupt nicht in mein Können vertraut. Das muss ich ändern und nächstes Mal werde ich dann noch die anderen Routen fahren. Heute bleibt es leider bei der Red Bridge. Die Yellow Viper, die Gravity Line muss auf nächstes Mal warten, weil eigentlich kann ich das. Entschuldigt bitte nochmal hier die beschränkte Sicht. Ich habe das auf Normal View eingestellt, die GoPro. Dadurch ist sie nicht so weitwinklig. Und da ich die Kamera ziemlich gerade an der Brust habe und man nach vorne gelehnt ist, filmt sie eher Richtung Boden. Aber bei Superview ist das egal. Da hat man trotzdem noch genug nach vorne.
war der Bikepark Bärfelden. Ich habe groß getönt, ich werde alle Lines fahren. Habe jetzt doch nur die zwei blauen und die roten gemacht. Von den schwarzen habe ich mich doch noch beeindrucken lassen. Das werde ich das nächste Mal in Angriff nehmen. Versprochen. Das war's vom Bikepark Bärfelden. Vlog Nummer sowieso. Ich wünsche euch viel Spaß beim Biken. Ciao. Übrigens, das war nicht mein erster Bikepark, der erste war in Tottnau, da hatte ich keine Kamera mit. Das war letztes Jahr bei Freiburg im Schwarzwald. Sehr steil, nicht große Variation, ich fand den hier viel geiler. Bikepark Bärfelden ist absolut zu empfehlen. Super cooler Bikepark für alle Schwierigkeitslevels. Macht Spaß. Ciao.